Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wilde Jagd, gespielt von mir, dem Digi-Helden, auf dem Kanal The Northern Way of Life. Und ja, wir haben in der letzten Folge... Oh, Wölfe. Ich rede gleich weiter. Oh, shit. Das sind eine Menge Wölfe. Ah, daneben. Na. Ah. Ich muss aufpassen. Oh Gott. Komm von allen Seiten. Mist. Ich muss irgendwie... Ich muss einfach schneller weg. Das ist jetzt, sie braucht einfach immer, wenn ich drücke. Wenn sie schlägt, dann braucht sie immer ein bisschen länger. Du kannst rauskommen. Das ist ein bisschen... Der Wolfskönig wütend sein. Der wird, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ungewohnt. Also sie... Der Geralt springt einfach schneller ab. Schneller weg, sie brauchen mal ein bisschen mehr. Man muss es. Aber ein Schwein hier? Muss es in der Nähe eine Siedlung geben? Hat sie eigentlich Hexersinne? Nee. Ja, wir waren beim Wolfskönig und er erzählt uns gerade die Geschichte von Ciri und wir. Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Das hört sich ein bisschen an wie Hänsel und Gretel, oder? Naja, jedenfalls spielen wir gerade die Geschichte von Ciri. Das ist jetzt nochmal was. Jo. Habe ich das irgendwie jetzt so richtig verstanden? Haben sie die Kleine ausgesetzt? Mistelzweig. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Genau, check erstmal das Mädchen vor. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Hallo? Ich habe noch keinen Trank gemacht. Sie hat von diesem... Na gut. Aua! Ach Mensch, nun spring doch mal zur Seite! Spring! Das gibt's nicht irgendwie. Das ist... Kostet mich das irgendwas? Jetzt hat er es mal... Und wieder weg. Ja, sehr gut. Geht doch. Tja, machst du es nicht mehr lange, du. Dem hast du es aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm.
Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. So. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam, was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Gut. Ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara, meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter.
Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Nö. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Noch mehr? Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut, aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ja. Ja, das wäre schade, ne? Die Tochter doch leider, leider weg. Und die Mutter auch. Aufnehmen? Was soll ich aufnehmen? Den Goldring, die Perlen, das Tintenfass, das Kandelaber. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen rausschleppe. Ich bleib mal in meiner Rolle. Als hat sie es ausgemacht. Das einzige Licht, was hier war, und ich mache es erstmal aus. Naja, gucken wir uns das Ganze mal mit den Hexensinnen an, was? Kästchen. Oh, was ist denn da los? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen.
Oh, scheiße. Falsche Taste. Ach, sehr dunkel ohne Fackel. Tja, aber ich kann irgendwie sonst nichts Ungewöhnliches sehen, außer dass irgendwie bei dem Teil hier, mit dem Kerzenständer oder was immer das sein soll, der Schaft gebrochen ist. Aber das soll jetzt auch nicht so ungewöhnlich sein. Da. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Ah, okay. Das Bild, die Größe stimmt. Was für ein Bild denn? Wenn es da hing? Da, das Bild. Dann könnte hier was hinter sein. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Auf der anderen Seite? Der Schrank. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Entschuldigung, ich muss doch noch mal kurz die Rollos runterlassen. Ich habe hier nichts mehr gesehen. Weil es doch arg dunkel hier ist. Und wenn die Fackel aus ist, dann ist wirklich nichts mehr zu sehen für mich. Jetzt geht das zum Beispiel wieder. Was ist das denn? Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Nein, achso, na gut. Das meinte ich mit nein. Interessant, interessant alles. Also, keine Ahnung, aber... Das ist schon ein Loch, ne? Also, es muss ja geworfen worden sein und ist dann hier drin gelandet. Und es ist halt... Halt noch mehr. Ist da noch viel mehr. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Tja, spannend, spannend, spannend. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Leider muss ich diesen Teil beenden. Ich hoffe, du findest es auch sehr spannend. Mal gucken.
gucken, was hier stattgefunden hat. Tschüss.